Gravel Time, der Gravel Podcast. Hallo, liebe Freunde des Schotterfahrrads, zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast, powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Heute für euch am Mikrofon der Felix, das bin ich. Und der Sascha, das bin ich. Genau, Sascha springt heute wieder als unser Co-Moderator ein. Vielen Dank dafür, Sascha, vom Gravel Club in Berlin. Auf jeden Fall. In Folge 18 unseres Podcasts haben wir wieder ein paar Neuigkeiten aus der Welt des Schotterfahrrads für euch und wir sprechen heute mit Paul Voss. Hallo Paul, schön, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Tag. Schön hier zu sein. Ja, Mensch. Bevor wir loslegen, dürfen wir noch schöne Grüße von unserem Sponsor ausrichten. Il Magistrale Cycling Coffee sorgt dafür, dass wir während der Podcast-Aufzeichnung hellwach bleiben, nicht alles fehlerfrei aussprechen können, aber wach bleiben. Und falls ihr jetzt auch meint, dass ihr nachher ohne Kaffee auf keinen Fall durch die Ausgabe durchkommt, dann bestellt euch doch auch einfach welchen mit dem Code GravelTime20. Nicht 30, nicht 40, 20 bekommt ihr bei eurer Bestellung auf magistralecyclingcoffee.cc saubere 20% Rabatt auf euren Kaffee. Ganz wichtig, Sascha, immer schön an den Code denken beim Bestellen, ne? Hättest du mir mal vorher sagen sollen, vor zwei Wochen. Hättest du mal einen Podcast hast du mir gesagt. Konntest du nicht wissen. Siehst du? Scheiße. Okay, bevor wir zu Paul Voss kommen, noch kurz Zeit für unsere News aus der Gravel-Welt. Sascha, hast du was dabei? Ja, auch wenn du mich so spontan wieder eingeladen hast, tatsächlich. Ich habe vor ein paar Wochen so spontan frage, ob du noch eine News für uns hast. Genau, diese spontan Frage vor einer Stunde, ob ich noch eine News habe, aber habe ich. Ja, weißt du, ich bin immer spontan. Ich komme aus Berlin. Nee, vor ein paar Wochen habe ich ein System entdeckt zum Reparieren von Tubeless. Reifen, wenn du ein Loch oder Nagel dir eingefahren hast. Und zwar ein von Düna Plug aus den USA. Ja, das ist super einfach und mich hat es immer genervt, diese Schwestermarke von Dynamo. Ich habe das nie geschafft. Ja, ist das wahrscheinlich. Die Schwestermarke von Dynamo. Ja. Darf ich ja nicht auch was sagen? Nee. Auf keinen Fall, nee. Bitte nicht. Doch, klar. Willst du was dazu sagen, Schöne? Ja, ich nutze das. Echt? Ey, na, yeah. Wunderbar. Was, bevor ich jetzt um Kopf und Kragen rede, stell doch mal bitte Dynaplug vor. Das habt ihr doch geskriptet vorher. Nee, also ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie so eine Bedienung ist, weil ich ja gute Reifen habe und bis jetzt noch keinen Platten hatte. Aber, aber ich nutze die. Ich habe das mal mit dabei und zum Glück musste ich es noch nicht anwenden. Aber es sieht mir ein bisschen besser aus als diese Würste, die man sich so reinquetschen muss. Genau. Weil das irgendwie sind so verschiedene Pins, also verschiedene Größen und so und das scheint mir ein bisschen handlicher zu sein. Genau. Genau, wir haben es ausprobiert, also unser guter Mann vom Gravel Club Dresden, der Felix Endpunkt, hat es tatsächlich wirklich getestet. Mit der Bohrmaschine hat er sich in den Reifen gebohrt und das ist wirklich super simpel. Einfach diesen Pin, der in so einer, man kann sich das vorstellen wie so eine Spritze, den du einfach reinschiebst, dann ziehst du die Spritze raus und dieser Pin bleibt durch diese Messingspitze, die da dran ist, einfach hängen. Du musst nichts. Also du impfst quasi deinen Reifen, ja? Hm? Genau. Du impfst deinen Reifen. Du impfst deinen Reifen. Mhm. Da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten, wie Paul schon gerade gesagt hat, unterschiedliche Dicken, aber auch unterschiedliche Systeme. Es gibt dieses Dynaplug R, das hat noch ein Loch in dieser Kanüle drin. Also du steckst diesen Pin rein, schraubst deine CO2-Kartusche auf und pumpst sofort auf und ziehst dann raus. Also super schnell, super einfach. Kostet allerdings natürlich, ich glaube, UVP sind knapp 70 Euro für dieses System. Und die Kiste liegt irgendwie bei 30 oder 33 Euro. Also kostet okay. Schon mal. Das ist der Nachteil, den ich rausgefunden habe. Kriegst du da schon einen ordentlichen Reifen für? Ja, aber du bist halt super schnell. Ich glaube, für Racer ist es super interessant. Wenn man mal schnell flicken muss, rein, zack, weiterfahren. Ja, also ich glaube, ich würde mir auch lieber einen neuen Reifen kaufen, als jetzt jedes Mal so ein Set, wenn ich mit dem Training Platten habe. Aber so fürs Rennen ist das, glaube ich, mega genial. Wenn die Plaxi, ja, die Plaxi, die sind mit 9 Euro ungefähr dabei. Dann kriegst du 3, 4, 5 Plax. Kommt auf die Dicke drauf an. Aber diese Halterung, die lassen sie sich erstmal gut bezahlen. Ist aber, wird in den USA produziert. Also in deren Manufaktur selber. Also ist kein Import jetzt auch aus Asien nach USA und dann wieder nach Deutschland, sondern die machen wohl alles selber bei sich da in ihrer Klitsche.
Genau. Und wer den Test will, sehr schön, kann auf der Club-Internetseite nachschauen. Da ist er beschrieben. Genau, eine Anmerkung. Ich glaube, Felix N., der kommt aber aus Leipzig, oder? Ja, in deiner Welt kommt er aus Leipzig, aber du hast ja sowieso ein Erdkunde 6 gehabt, glaube ich. Kleiner Insider. Sehr schön. Ich habe auch was mitgebracht. Ich habe die Trinkflasche von Kigo aus Österreich. Und eigentlich überlege ich gerade, wenn wir das heute schon mit Video aufzeichnen, hätte ich ja auch mal die Flasche ins Bild halten können. Aber jetzt habe ich sie nicht hier. Die hängt noch unten am Rad vom Wochenende. Die Besonderheit hier ist, dass die Flasche von innen mit Titan beschichtet ist. Was den großen Vorteil haben soll, dass die Flüssigkeit, die du da drin hast, dann nachher halt auch nach der Flüssigkeit schmeckt und nicht irgendwie nach Kunststoff. Und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Ich habe das natürlich direkt ausprobieren müssen, weil ich ja voll auf Titan-Bikes stehe und deshalb auch die Titan-Flasche direkt mal mir holen musste. Die soll deutlich länger halten als eine reine Kunststoff-Trinkflasche. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss die Zeit zeigen. Cool ist natürlich, dass keine Weichmacher und Co. da drin sind. Und dadurch, dass sie halt auch beschichtet ist von innen durch Titan und nicht so schnell vergammelt, wird sie halt auch nicht mehr zum, ist die Trinkflasche damit kein Wegwerfprodukt mehr, was mittlerweile auch im Profiradsport verboten ist. Haha, ne Paul? Aber die soll halt deutlich länger halten, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Und obwohl sie ja mit Titan beschichtet ist, lässt sie sich trotzdem zusammendrücken. Vielleicht nicht ganz so gut wie herkömmliche Kunststofftrinkflaschen, aber es geht. In der zweiten Generation, die es jetzt ganz neu gibt, soll das sogar noch besser funktionieren. Die habe ich aber noch nicht ausprobieren können. Einziger Nachteil, den ich sehe bisher, ist, dass es die Flaschen nur in einer Größe gibt. Die kriegst du als 750 Milliliter Version, aber nicht irgendwie als kleinere oder größere. Finde ich jetzt zum Beispiel, wenn du weniger Platz am Rahmen hast oder nur eine kleine Runde drehen willst, dann immer so eine große Flasche mitzunehmen. Weiß ich nicht, aber da kommt bestimmt auch noch was in Zukunft. Zu haben ist die Flasche ab 30 Euro und die Links sowohl zu Dynaplug als auch zu Kigo hängen wir euch dann gleich auch noch in die Shownotes zu dieser Folge. So, und damit würde ich sagen, ist jetzt aber wirklich Zeit für unseren heutigen Gesprächspartner. Unser Gast heute, Paul Voss, aus Rostock, lebt aber heute in Berlin, war in seinem früheren Leben Radsportprofi, fuhr unter anderem für das Team Milram und das Team Bora Argon 18, das heute Bora Hansgrohe heißt. Das dürfte jeder, der zumindest ein bisschen was mit Radsport am Hut hat, ja kennen. Hat in seiner Karriere 6 Grand Tours bestritten, korrekt? Ja. Also die großen Landesrundfahrten, darunter 3-mal die Tour de France. Ich glaube, beste Platzierung war irgendwas 50. im Endklassement? Ja, genau, war vorletzter Tag ein heißer Kampf mit Toni Martin um den Platz des besten Deutschen. Und heute moderiert er unter anderem den Radsport-Podcast Besenwagen und ist vor allem gerade auf dem Weg zu Germany's Next Gravel Bike Pro. Herzlich willkommen, Paul Voss. Hallo nochmal. Hallo. Wir haben natürlich wie in jeder Folge für dich erstmal unsere locker flockige Aufwärmrunde. 7 Fragen, 7 Antworten. Wir stellen dir jeweils eine Frage. Du hast 5 Sekunden Zeit für eine spontane Antwort. Wenn dir nichts einfällt oder du keinen Bock hast, dann springen wir einfach direkt zur nächsten. Du darfst auch schieben, haben wir letztes Mal überlegt. Ne? Also du kannst sagen schieben, dann stellen wir die Frage zum Ende nochmal. Wenn du dann keine Antwort hast, dann muss einen ausgeben. Dann denken wir uns einen aus. Genau. Sascha, willst du loslegen? Ja, können wir machen. Dein allererstes Fahrrad? Bianchi. Das allererste? Mhm. Als Kind. Okay, guter Einstieg. Krass. Also du meinst, also das allererste, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, mein erstes Rennrad weiß ich halt, Bianchi. Aber mein allererstes Rad, das ist schon so lange her. Aber erstes Rennrad, Bianchi. In grün, Celeste. Genau. Brav. Sehr schön. Ja. 23 oder 40 Millimeter? 40. Dein erster Gedanke, wenn du von der asphaltierten Straße auf den Schotter wechselst? Schieben. What? Ist das noch so tief drin? Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben? In die Staaten reisen dürfen und da die großen Gravel-Rennen fahren. Unbound. Unbound, Dirtig, genau, Unbound, dann Belgian Gravel Rides und so an, ja. Beantwortet ja schon fast die nächste Frage.
Ja, wo würdest du am allerliebsten mal mit deinem Gravelbike eine Runde drehen? Ja, nicht in den Staaten, sondern keine Ahnung, ich hätte Bock auf das, wie heißt das Rennen da in Island? Da gibt es auch so einen Körner, mir fällt es gerade nicht ein. The Rift, der hat Bock drauf. Cool. Und mit wem würdest du da gern unterwegs sein? Oder generell, wenn du dir einen Mitfahrer aussuchen dürftest aus der großen, weiten Welt. Ein Mitfahrer aus der großen, weiten Welt. Oder gar keinen. Nee, ich bin gerne allein unterwegs. Ja. Also, das brauche ich nicht schieben, sondern mit mir selbst. Bier oder Kaffee? Bier. Ja, endlich mal ein Eigelöffel. Aber die meisten sagen Kaffee, oder? Das stimmt ja gar nicht. Nee? Sollen wir da mal Strichliste führen, meinst du? Ja. Aber Bier ist Kaffee, gut. Bier. Ja. Und dann Kaffee. Morgens. Paul, wie sieht das aus? Bist du wieder aufgetaut? Ja, also ich war ja, also ich habe ja rechtzeitig abgebrochen, bevor ich zum Eisklotz wurde. Ja, nee, mir geht es mittlerweile wieder gut. Mir ging es eigentlich auch direkt danach gut. War halt, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich bei solchen Bedingungen irgendwie Rad gefahren bin. Aber ja. Es soll halt auch Spaß machen. Genau, wir holen kurz auf. Du warst letzte Woche auf deiner Tour quer durch Deutschland unterwegs. 4 Tage von Berlin an den südlichsten Punkt Deutschlands war geplant. Und auf der letzten Etappe wurde es dann doch ein bisschen kühler und schneiger. Und dann hast du irgendwann gesagt, nee, Leute, jetzt reicht's mir, aber jetzt fahre ich nach Hause. Ja, genau. Also einen Tag zuvor ging es von feucht, also bei Nürnberg nach München, irgendwie noch 25 Grad kurz unterwegs. Und dann saßen wir abends noch draußen am Bier getrunken und dann am nächsten Morgen stehst du halt auf und ist halt dann so Schneeregen und dachte, ja, okay, gut, wird schon laufen. Es wäre auch gegangen, um ehrlich zu sein, wenn es nur auf der Straße gewesen wäre, aber im Matsch mit diesem Schneeregen und dann am Ende einfach auch nur noch Schnee und -1 Grad, also 0 Grad, war immer ein Ticken zu viel. Ich habe dann irgendwann nach 1,5 Stunden mal kurz eine Pinkelpause gemacht, bin wieder losgefahren und da hat es den Schalter komplett umgeworfen und ich habe nur noch gezittert. Weil dachte ich, okay, gut, ey, das macht ja einfach auch keinen Spaß. Ich muss mir jetzt auch nichts beweisen, brauche nicht einen Helden spielen und bin dann halt, hab dann halt aufgehört. Ja. Das Ausziehen an sich war auch schon eine Challenge, dann von daher. Klingt nach einem Träumchen. Zum Übeln. Ja. Genau. Was war das denn für eine Aktion? Erzähl doch mal, was hast du da gemacht und warum hast du das gemacht? Warum? Einfach nur, weil ich Bock hatte. Ich hatte die Idee letztes Jahr. Als der Lockdown anfing, dachte ich, okay, gut, man kann nichts machen. Ich habe dann irgendwann Mitte des Jahres mich dazu entschieden, meinen Job als sportlicher Leiter und Trainer aufzugeben in dem Kontinentalteam, wo ich angestellt war, und halt so mein eigenes Ding zu machen. Und dachte ich, okay, gut, fange ich jetzt einfach mal an mit Graveln. Komme ja eh schon aus dem Cross. Und dann war so meine erste Idee, einfach mal durch Deutschland fahren. So, man durfte nicht verreisen, ja. Und deswegen, okay, habe ich die Idee gehabt, habe es ja letztendlich irgendwie umsetzen können und dachte, okay, dann mache ich es halt dieses Jahr. Und habe mir dann zuerst so Gedanken gemacht, wie könnte man es umsetzen, ob man es irgendwie auf Zeit macht, also so schnell wie möglich, oder ob man es versucht zu genießen. Ich habe jetzt irgendwie so einen Mittelweg dann versucht zu finden. Okay, das heißt, ja. In welchem Modus warst du unterwegs? Hattest du Zelt und Schlafsack dabei? Oder? Nee, ich bin natürlich immer noch, ich weiß nicht, wie ihr, ich bin jetzt ja auch ein Gravelfahrer, aber ich glaube, man nennt das ja Kreditkarten-Gravel oder Gravel mit Kreditkarte, irgendwie sowas. Das ist ein geiles, kann ich nicht. Geiles Wort, merke ich mir. Ja, das mich direkt auf. Ja, nee, ich habe in Hotels geschlafen. Aber vielleicht kommen wir zu dem Punkt auch gleich nochmal, Hotels und draußen schlafen. Das Problem war auch erstmal, dass ich ja von dem Nils Längner begleitet wurde, fotografisch. Und das war dein Problem, dass der Nils sich begleitet hat, das kann ich mir nach vorstellen. Nee, Nils, nicht falsch verstehen. Und wir hatten noch einen Kameramann mit, der quasi die ganze Aktion gefilmt hat. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen weird, wenn ich draußen schlafe und die schlafen im Hotel, weil ich kann die Jungs nicht dazu zwingen, auch im Zelt zu pennen. Mhm. Akkus aufladen, all solche Dinge. Im Camper. Dann dachte ich, okay, ja, dann dachte ich mir, okay, gut, gehen wir einfach alle in Hotels. War ich am Ende auch froh, weil nach 270 Kilometern habe ich mich nicht mehr ganz so frisch gefühlt. Und da hatte ich jetzt wenig Motivation gehabt, auch noch irgendwie bei 0 Grad draußen zu pennen. Mhm. Von daher, ja, Hotel geschlafen und demzufolge die ersten beiden Tage 72 Kilometer und dann die letzten beiden wären 200 gewesen. Letzte habe ich ja nicht vollendet.
Und es gab kein Ziel. Ich habe das nicht für irgendjemanden gemacht, sondern es war einfach eine Aktion für mich selbst. Ich hatte Bock drauf und wollte irgendwie schöne Bilder generieren. So ein Filmprojekt einfach mal umsetzen, mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also es war eher so eine Aktion, die ich für mich getan habe und jetzt nicht irgendwie für einen Partner von mir oder irgendjemand, der mich drauf gestoßen hatte. Was ich ja interessant fand, war ja die Planung zu der Tour oder wie die Tour erstellt wurde. Die hast du ja nicht selber gemacht und du hast es ja von der Community erstellen lassen, oder? Du hast die Punkte vorgegeben und die Strecken dazwischen durften von wem? Genau, wie gesagt, ich hatte diese Idee, ich hatte auch die Idee mit der Community einbinden und dann bin ich halt zu Komoot gegangen, habe die halt gefragt, ob man es umsetzen könnte. Und die meinten halt, okay, setz ein paar Punkte auf der Tour, wo du hin willst. Ja. Und zwischen diesen Punkten konnten dann die Leute halt auf Komoot eine Strecke gestalten. Und die besten, also die Strecken, die ich dann am Ende gewählt habe, die haben dann irgendwie auch einen Preis bekommen dafür. Aber ja, das war so ein Community-Ding. Und natürlich haben Leute auch jetzt eine Strecke gemacht, die dann nochmal Richtung Westen ging, so leicht ausufernd. aber ja, dadurch, dass es irgendwie auch zeitlich begrenzt war mit den 4 Tagen, weil ich ja Leute mit dabei hatte, habe ich das dann irgendwie eher so auf den direkten Weg oder die Routen gewählt, die am direktesten waren. Und aber auch da sind ein paar Schätze dabei gewesen, die mich doch schon ziemlich überrascht haben. Ja. Eigentlich ganz geile Idee, wenn man zu faul ist, seine Routen selber zu planen. Ja, vor allem. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, vor allem und, ja auch das Insider-Wissen von den Leuten, die da tagtäglich greifen. Und das finde ich natürlich super. Wenn wir auf Komoot planen, die Strecke an sich siehst du ja nicht. Ja, ja genau. Finde ich echt super. Und ich muss echt sagen, dass gerade so die Region Nürnberg, das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal unterwegs wart. Ja, da will ich in 2 Wochen hin. Kannst du mir gleich mal einen Link schicken? Ja, das ist echt krass. Also ich war völlig baff. Das war also auch 10-mal besser als München. München war auch irgendwie cool, nördlich von München. Und dann auch am letzten Tag südlich rausfahren. Aber in Nürnberger Ecke, so oben dieses Naturschutzgebiet, unten raus Richtung Rot, ist einfach Wahnsinn. Also das ist so richtige Gravel-Autobahn. Also es macht richtig Spaß. Und war mega geil. Und da gibt's Wölfe. Ja, auch ein Highlight. Ja. Ist das auch gesehen oder gehört? Oder nee, ich wurde gewarnt. Mehrmals. Aber dem war es wahrscheinlich auch zu kalt. Aber die Route findet man auf deinem Komoot-Profil jetzt? Genau, die findest du bei mir auf dem Komoot-Profil. In so einer Collections heißt das ja, quer durch Deutschland. Und da sind alle 4 Tagesabschnitte drin. Sowohl die vorgeschlagenen als auch dann die letztendlich gefahrenen. Ah, genau. Cool. Und auch mit Bildern und Highlights. Pipapo. Verlinken wir natürlich nachher auch noch. Wir haben das ja letztes Jahr genauso gemacht. Ich bin da mit so ein paar komischen Leuten letztes Jahr von Bonn nach Berlin gefahren. Waren ganz merkwürdige Vögel waren da dabei. Und die Sonne hatten wir geschienen. Und da haben wir das auch so gemacht. Und da waren halt auch echt coole Strecken. Und teilweise sind die Leute dann auch, haben geplant und sind mit uns mitgefahren. So wie zum Beispiel auch der Gunnar Fehlau rund um Göttingen. Das war sehr cool. Zumal er uns dann ja auch sogar noch Pizza da präsentiert hat. Das war echt cool, wenn du so halt auch die Leute mit einbeziehen kannst dabei. Ne? Und die so ein bisschen auch ja mit ein wenig Stolz ihre Heimat und die schönsten Strecken rund um ihr eigenes Zuhause zeigen können. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch direkt ein bisschen Bashing bekommen, als ich nicht so gut über Sachsen-Anhalt und Brandenburg gesprochen habe bei uns im Podcast. Aber gut, es war halt die Wahrheit. Ne? War halt relativ eintönig und langweilig. Ich meine, ich lebe und trainiere in Brandenburg. Ich lebe jetzt nicht in Brandenburg, aber ich trainiere hier. Und gibt auf jeden Fall abwechslungsreichere Strecken. Aber den Westen würde ich auch gerne nochmal abfahren, weil ich glaube, ist halt auf jeden Fall anspruchsvoller, ne? Weil welliger und bergiger bei euch da die Region. Gerade NRW und dann unten Baden-Württemberg. Aber da ist wahrscheinlich auch noch ziemlich viel Geiles zu entdecken. Da haben wir bestimmt noch ein paar schöne Ideen für dich. Genau. Du warst Rennradprofi. 10 Jahre lang, 11 Jahre lang, glaube ich. Hast 2016 dann deine Radschuhe an den Nagel gehängt. Sitzt jetzt vermehrt auf dem Gravelbike. Was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht? Das sind ja jetzt 4, 5 Jahre, die da vergangen sind seitdem. Ja, genau. Also ich habe Ende 2016 aufgehört und habe dann angefangen für das Team Wiggins in UK zu arbeiten, 1 Jahr lang als sportlicher Leiter. Bin dann von da aus zurück nach Deutschland, hier nach Brandenburg zu einem Kontinental-Team LKT und habe da jetzt dann die letzten 3 Jahre, die letzten 3 Jahre gearbeitet als sportlicher Leiter und Trainer. Genau, habe zwischen
durch immer noch mal andere Dinge gemacht und bin ja auch Kommentator für One bei der Tour. Mhm. Und ja, genau, halt irgendwie mal irgendwo da, wenn irgendwelche Firmen irgendwas machen wollten mit Bezug zum Profi-Radsport, helfe ich da auch mal aus. Habe für die ASO auch schon ein, zwei Sachen gemacht und ja, genau, von daher irgendwo überall mal meine Finger mit drin. Aber habe mich dann im letzten Jahr dazu entschieden, aus diesem normalen Berufsalltag rauszugehen. Also Sportleiter ist ja auch kein normaler Beruf. Ist ja auch sehr stressig und man ist sehr viel unterwegs, aber jetzt mich irgendwie nochmal selbst zu verwirklichen und ja, diese ganze Sache Gravel einfach nochmal anzugehen, wo ich irgendwie immer, keine Ahnung, den Spaß daran hatte, Offroad zu fahren, auch mit dem Straßenrad, bin ich halt damals, als ich aufgehört habe, in den letzten Monaten in Girona, wo ich gelebt habe, in Spanien, war ich mit meinem Straßenrad immer Offroad unterwegs, also aber halt noch mit 23er Reifen, dann auch zum Teil Mountainbike-Trails und fand das immer geil und dachte ich, okay, gut, ich habe mir so mega viele Videos von Ted King, Lachender Morten angeschaut und dachte, okay, da habe ich jetzt einfach auch Bock drauf und will das auch nochmal machen. Und in den Staaten ist dieser Sport ja, das Graveln, irgendwie auch nochmal auf einem anderen Level unterwegs als bei uns in Europa. Und, ja, da ist es ja auch so ein bisschen zur Welt gekommen, ne? Da. Genau, und halt auch diese, halt einfach nochmal auch Leistung abzurufen, ne? Also jetzt nicht einfach nur Rad zu fahren, sondern irgendwie auch sich selbst ins Limit zu führen. Also das wird man schon dann nicht so ganz los als Ex-Profi. Nee, dieses Streben, oder? Ich kann nicht langsam fahren. Also mir ist es jetzt auch wieder aufgefallen, einfach, so was ja diese ganzen Endurance-Athleten ja irgendwie können, ist ja lange langsam fahren und nicht schlafen. Also jetzt langsam fahren, in Anführungsstrichen. Ja, so, wie gerade sagen. Also ja, genau. Aber die ballern halt nicht, ne? Aber das kann ich halt nicht. Also ich kann halt nicht langsam fahren. So, das fällt mir halt schwer. Und sobald ich irgendwie auf dem Gravelrad sitze, muss ich schon drücken. Und klar, das reizt mich noch. Und ich will irgendwie mich ans Limit führen. Und das jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Schlafmangel, sondern eher mit Schnellfahren. Ne? Aber so diese Vorbilder, Lachlan Morton und vielleicht auch das, was Laurens ten Dam macht in den Niederlanden und in sowas, könntest du dir vorstellen, in diese Richtung zu gehen? Naja, also Vorbilder ist erstmal das falsche Wort, weil ich möchte eigentlich nicht das machen, was die machen. Weil, also ich will mich da jetzt auch gar nicht so einordnen lassen. Ich will das machen, worauf ich Bock habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Bound nicht fahren kann, wo ich nicht in die Staaten fliegen darf, das ist ja auch noch nicht raus, kann sich jetzt noch viel ändern im nächsten Monat mit den Einreisebedingungen. Dann fahre ich das Bohemian Border Bash. So, das ist dann halt, ich glaube, 1800 Kilometer. Oder 1300. 1300. Genau, durch Tschechien. Aber das ist ein richtiges Bikepacking-Event, da habe ich noch nie gemacht. So. Und ich weiß noch nicht, wie ich das angehen würde. So, das ist halt was komplett anderes zu dem, was unbound ist. Ja. Worauf ich aber auch Bock habe. Und deswegen, ich will jetzt nicht irgendwie der nächste Bikepacking-Typ sein oder der nächste Typ, der irgendwie reinfährt, sondern halt das machen, worauf ich Bock habe. Und es kann nächsten Monat was anderes sein, aber irgendwie will ich mich halt da ausprobieren und ich will mich auch bei diesen Bikepacking-Events irgendwie an die Grenzen bringen. Aber genauso werde ich auch ein Mountainbike-Etappenrennen fahren im Sommer. Also so alles, was irgendwie Offroad angeht, aber klar, Gravel ist so das Überthema, ja. Klingt auf jeden Fall sehr sympathisch, sich nicht festlegen zu wollen. Ja, ich meine, der Sport ist halt zu breit, ne? Ich meine, wenn du jetzt echt so mit Leuten redest, was Graveln ist, ist es einfach alles, ne? Es kann alles sein. Ja, also du kannst einfach mit einer Turnhose durch die Gegend fahren, aber du kannst halt auch mit einem High-Performance-Klamotten zum Beispiel oder halt dein Gravelrad zum Aero-Graveler machen. Aber gleichzeitig gibt es auf dem anderen Ende, haust du so viele Taschen an wie möglich und das ist alles irgendwie der gleiche Sport. So. Das bietet halt viel mehr Vielseitigkeit als jetzt zum Beispiel die Straße. Es zu bieten. Ja, hat. Und es geht von sowas wie Strade Bianche, von sehr rennradlastig bis in schon gehobeneren Mountainbike-Bereich rein auf der Seite. Genau. Also ist aus deiner Sicht siehst du da keine Berührungspunkte, also keine negativen Berührungspunkte zwischen das Ganze sehr sportlich im Race-Faktor zu sehen zu den Bikepackern, die ganz gemütlich mal über zwei Tage die Strecke fahren, die du in zwei Stunden fährst. Übertrieben gesagt, ja, klar. Also ich weiß nicht, ob das übertrieben ist. Du bist ja nicht mit uns gefahren. nee, also ich finde, dass es am Ende des Tages irgendwo alles das Gleiche. So, und mein Ziel ist es ja auch wirklich, das ist nicht irgendwie nur so ein Marketing-Spruch, sondern ich will halt Leute wirklich motivieren, irgendwie selbst auch solche Touren zu machen oder selbst auch rauszugehen, aufs Gravelbike zu gehen. Und die Motivation, mit dem Gravel anzufangen, ist ja höher als mit dem Straßenradsport anzufangen, für Leute, die vorher keine Rad gefahren sind. So, und
ich würde schon gerne mehr Leute aufs Rad bekommen allgemein, ja, und sei es irgendwie nur, wenn es am Ende 10 machen und vielleicht 10 Leute so eine Route nachfahren, wo sie es cool finden, dann, keine Ahnung, freue ich mich schon. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie einfach eine Persönlichkeit sein, die irgendwo bei den Partnern anruft, bei den Sponsoren sagt, ey, überweist du mal Geld und ich rede dann gut über eure Produkte, sondern ich will halt wirklich was vermitteln. Und wenn das irgendwie auch an irgendeinem Punkt nicht mehr der Fall ist, dann brauche ich es auch nicht machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Ding, um sich irgendwie ein Gehalt zu schaffen, sondern ich möchte halt tatsächlich Leute dazu auch bewegen, Rad zu fahren. Ne? Aber heißt das, ich meine, du kommst jetzt aus der sportlichen Leiterposition, da hast du ja Verantwortung für deine Fahrer auch gehabt. Könnte jetzt ja so ein bisschen auch in die Richtung gehen, dass du Leute an die Hand nimmst und auch ihnen so ein bisschen sie unterstützt bei diesem Weg in die Richtung und dann vielleicht ja sogar auch mal guckst, pass mal auf, du vielleicht doch lieber Rennrad oder so. Ja, also ich meine, ich bin ja immer noch Coach. Ich trainiere ja immer noch bis zu 15 Athletinnen gerade und nebenbei. Ja, klar, sicherlich muss man da irgendwo mit meiner Art auch umgehen können. Ich bin ja auch Norddeutscher und bin auf jeden Fall sicherlich im ersten Kontakt nicht der Superpädagoge, aber ich könnte auf jeden Fall, oder ich hätte Bock dazu, ja klar, Leuten da irgendwie Ratschläge zu geben und zu helfen, sich an diesen Sport oder allgemein das Radfahren anzutrauen und dann diese Zuordnung, fahr mal lieber Straße oder Gravel, würde ich auch einfach nie wirklich vornehmen wollen. Wenn man halt als Straßenfahrer Bock hat, Gravel zu fahren, man hat aber gar keine Technik, ja, dann fahr halt weiter Gravel, wenn es dir Spaß macht. Also es ist halt, ja. Keine Ahnung, ich finde es auch mal, ich war auch so, Leute in Schubladen stecken, finde ich halt immer schwierig. Obwohl ich natürlich, wie gesagt, vor einem Jahr da auch noch anders gedacht habe. Aber da gab es schon einen Sinneswandel. Und der liegt auch mit dem Gravel zusammen. Ja, ja, aber ich glaube auch, wir haben das schon mal thematisiert in einer anderen Folge, dass es künftig stärker in die Richtung gehen wird, dass, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, das Gravelbike eher so das Einstiegsmittel sein wird in den Radsport. Und du dann, zumal, also wenn du ein bisschen jünger noch bist, also weiß ich nicht, jetzt als Teenager, Jugendlicher oder so, dann irgendwann vielleicht siehst, okay, mich zieht es eher in die eine Richtung oder in die andere und dann sagt dir vielleicht dein Coach, okay, pass mal auf, du bist auf dem Rennrad besser aufgehoben von deinen Veranlagungen her oder so und kannst irgendwie Alpe d'Huez super schnell hochklettern, dich setzen wir mal auf das Rad oder jemand anders, der dann eher irgendwie im Enduro- oder Downhill-Bereich unterwegs sein sollte. Ja, das auf jeden Fall. Gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass wir deswegen in Deutschland auch so eine Szene entwickelt oder auch es Veranstaltungen gibt, die dieses Graveln auch in den Rennsport reinführt, so wie es halt in den Staaten der Fall ist. Wir haben ja in Europa mega viele von diesen Bikepacking-Events. Gerade jetzt während der Corona-Zeit gibt es ja auch viele selbstorganisierte Sachen. Aber ich hoffe halt schon, dass dieser Trend irgendwann mal rüberschwappt und wir einfach richtige Rennen haben, so wie Mountainbike-Marathons, aber halt einfach dann so Gravel-Rennen, die 200 bis 300 Kilometer lang sind, sodass du halt dich da irgendwo auch austoben kannst, wenn du Bock hast, Gravel zu fahren, aber gleichzeitig ins Limit gehen möchtest und das nicht vielleicht unbedingt immer mit Gepäck, ja, sondern halt einfach bei einem Rennen. Das würde ich mir allerdings auch sehr wünschen und klar, was du gerade meinst, dieser Schritt mit dem Gravelrad anzufangen und dann später sagt dein Trainer dir vielleicht oder Trainerin, ja okay, fang mal hier an mit Straßenradsport. Dazu müssten die Vereine aber auch erstmal Graveln als Sport an sich akzeptieren, damit die überhaupt eine Trainerin sagen kann, wechsel vielleicht mal auf die Straße. Und ich glaube, da sind wir noch sehr weit weg von, dass der Gravel als Vereinssport angesehen ist und nicht nur als Zumal Spaß, diese ganze Gravel-Szene sich ja auch ein Stück weit darüber definiert, dass sie nicht in Vereinsstrukturen aufgebaut ist. Ne? Richtig, aber auch da, finde ich, kann es beides geben. Also Gravel, da darfst du halt nur auf dem Oberlenker liegen und Supertack machen. Das darfst du am Straßenradsport ja nicht mehr. Noch darf man das, ja. Wo es UCI ist. Nee, ich würde es gut finden, wenn Gravel sich immer die Selbstständigkeit bewahrt, aber gleichzeitig würde ich es halt auch geil finden, wenn da irgendwie eine gewisse Struktur in den Vereinen entstehen würde, weil das halt diese Vereine natürlich auch breiter aufstellt und vielleicht Leute auch eher nochmal an dieses Vereinsleben heranführt, weil Deutschland ist halt strukturell so aufgebaut, dass Vereine so das maßgebende Ding sind und ich glaube schon, dass es wichtig ist, das auch weiter aufrechtzuerhalten und da ist Gravel irgendwie, könnte das schon ein wichtiger Ansatz sein, um auch neue Leute zu motivieren. Ja, wobei ich bei mir im Verein merke, dass das Thema Gravel im letzten Jahr schon auch durch die Decke gegangen ist. Also ich glaube, es kommt auch echt drauf an, in welcher Region man in Deutschland wohnt. Ne? Also ich glaube, hier bei uns im Osten ist es recht, oder?
Also ich glaube, anders? In Berlin glaube ich nicht, obwohl, okay. Ich weiß zwar nicht, in welchem Verein die sind, der Premium Bike Shop, aber die machen sich schon die ersten Gedanken darum, ja, auch okay. Das zu machen. Aber das, da reden wir nur so von ganz kleinen Sachen. Ich finde das Schöne, ob nun Race oder nicht, weil ja viele immer sagen, ja, wenn es jetzt in diesen Rennfaktor geht, dann verlieren wir ja unseren Spirit. Letztendlich ist es ja jedem selbst überlassen. Und die Gravelers sagen ja, wir sind für alle da. Und wenn jemand ein Rennen fahren will, dann soll er Rennen fahren. Ja, auf einer abgesperrten Strecke im Verein. Und die anderen können ja weiter ihr Bikepacking machen oder rumbummeln. Das finde ich auch völlig legitim. Ja, solange sich die ganze Szene natürlich dahin entwickelt, dass nur noch gepostet wird. Ja, denn Diversität, ne? Wie im richtigen Leben, ist unheimlich wichtig. Und warum sollst du die einen ausgrenzen, weil du selber was anderes machen möchtest? Also. Genau. Ich meine, ich bin jetzt auch dann am dritten Tag von Nürnberg von Feucht nach München. War so warm einfach und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt ziehe ich heute einfach auch mal nur T-Shirt an. Natürlich ein Funktions-T-Shirt, aber es war geil. Also ich frage mich halt jetzt, warum ich jahrelang einfach mit Trikot gefahren bin. Dann hatte ich auch noch eine Hose an mit Taschen an der Seite. Ja? Und also schon eine richtige Radhose, aber mit Taschen. Ey, Beste. Einfach das Beste. Ja, das ist so geil. Das ist einfach so luftig und echt auch dieser aerodynamische Nachteil, ganz ehrlich, das ist im Training scheißegal. Und einfach so geil. Also, ja, das ist halt so für mich auch, ne, so der nächste Step gewesen. Habe ich halt früher ehrlich nie gemacht. Musste immer alles schön eng sein und jetzt war geil. Ja. Mal baumeln lassen, genau. Richtig. Du hast jetzt schon ein bisschen gesprochen über Training. Mit was für einem Rad bist du denn unterwegs, wenn du trainierst? Beziehungsweise, ich meine, für dich ist es ja eigentlich kein Training mehr. Du machst ja einfach, worauf du Bock hast dann, ne? Ja, genau. Also ich versuche schon manchmal strukturiert zu trainieren. Aber genau, also im Gelände ist das Candy Super 6. Nee, Super X. Schön, Super X. Mit 40er oder wahlweise 45er Reifen. Mhm. Genau, von Schwalbe. Und ich bin jetzt dabei, ich habe einen Topstone Lefty noch von Candy. Das bin ich jetzt dabei, mir umzubauen zum Bikepacking-Rad. Also kommt eine andere Gabel rein, eine normale. Genau, um da halt dann irgendwie auch noch ein paar Taschen zu befestigen. Zum Beispiel für das Bohemian Border Bash. Ja, und auf der Straße fahre ich auch in Candy. Und da ist das Super 6 Evo, ja. Da dürfen wir dich beim Bohemian Border Bash begrüßen. Achso, du meinst das Race? Das Race. Ah. Nee, also das Bikepacking. Ja, das Race. Nicht das, genau. Das, was jetzt Ende Mai. Ende Mai, Anfang Juni stattfindet. Genau, aber ich werde auch das am Ende des Jahres fahren. Das Echt? Genau. Scheiße. Das Dreieck. Du kannst doch noch trainieren, Felix. Immer schneller da. Ich trainiere die zwei Bier vorher noch, damit ich nicht wieder so einen Kater habe am Samstag. Diesmal. Ja, ich mache einfach aus dem Lefty in Whitey und dann, okay. Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen angefangen, was du diese Saison noch vorhast zu erzählen. Hast du weitere Pläne ansonsten darüber hinaus? Ja, also bis auf natürlich diese Rennen. Wenn du jetzt noch mehr Rennen wissen willst, also klar. Belgian Ruffle Rides, das sind 4 Stück insgesamt. Mal gucken, wie viele ich davon fahren kann. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, jedes Mal für ein Rennen in die Staaten zu fliegen. Mhm. Nicht nur finanziell, auch aus anderen Gesichtspunkten. Und von daher mal gucken, wie viele das am Ende werden. Und ja, hier in Europa, ne, wollte ich eigentlich diese ganze Nordic Gravel Series fahren. Mhm. Aber die sind jetzt auch schon verschoben. Dann so Grandeur in Wales, halt diese Bohemian Border Bash oder das Bash, genau solche Dinge. Und dann so eine Aktion muss ich mal gucken, also je nachdem, wie es jetzt in Zeitplan reinpasst. Aber Badlands werde ich zum Beispiel auch fahren, da freue ich mich besonders drauf. Weil hast das du einen Startplatz, ja? Ja, ja. Ja, ich Komoot Ambassador, ne? Da bist du eine E-Mail entfernt von einem Startplatz. Die war nämlich auch voll. Ja. Und dann war ich froh, dass ich noch über Komoot dann quasi als Ambassador geworden bin. Und dann habe ich einen Startplatz halt bekommen. Weil ich zum Beispiel für The Rift, wo ich unbedingt hin wollte, da war ich zu spät. Mhm. Ja. Wir waren letztes Jahr in der Badlands-Region so ein bisschen unterwegs. Da geht's zur Sache. Ne? Das ist steil da, ne? Das ist steil, ja. Aber schon und, mitunter auch ziemlich warm. Ja, da habe ich mega Bock drauf. Und gerade da ist ja auch dieses einiges am Bikepacking-Event. Aber Lachner Morten hat es ja jetzt einfach zu so einem Rennen gemacht, dadurch, dass er durchgefahren ist. Und da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das mache, weil ich möchte natürlich schon bei so einem Rennen auch irgendwie um Sieg mitfahren. Mhm. Und
700 Kilometer am Stück ohne Schlafen, muss man schon üben. Ich habe einen Tipp. Nimmst mich einfach mit und ich sorge dafür, dass du nicht schläfst. Inwiefern? Du redest sehr viel oder ich muss dich ziehen? Nee, ich brauche nicht viel Schlaf. Ziehen musst du mich dann trotzdem, ja? Ich motiviere dich dann von hinten die ganze Zeit. Oder fahre einfach ein bisschen. Genau. Du brauchst dann doppelt so lang, kommst aber ohne Schlaf durch. Das ist das Gute daran. Ja, doppelt. Und du bist ja nett heute. Ja, super. Da bin ich doppelt so schnell gesagt. Eine Frage, die mich aber schon noch interessiert. Du hast deine Profikarriere 2016, wenn mein Mathe-Prof zumindest halbwegs ganze Arbeit geleistet hat, im Alter von 31 Jahren beendet. Correct me if I'm wrong. Ne, 30, genau. 30 war das ist ja vergleichsweise früh. Markus Burkhardt zum Beispiel fährt heute mit 37 noch Profirennen. Ein gewisser Jens Vogt, Grüße nochmal nach Berlin, war sogar mit 43 noch im Profibereich unterwegs. Hast du die Entscheidung jemals bereut? So eine Retrospektive auf jeden Fall. Ich meine, deswegen fahre ich jetzt auch nochmal Rennen. Wenn man irgendwie zum Psychologen gehen würde, der würde mir wahrscheinlich jetzt dahingehend auch sagen. Aber was einfach damals der Fall war, ich hatte halt eine gute Saison, habe Nürburgring gewonnen, war bei der Tour gut unterwegs, jetzt kein herausragendes Ergebnis, aber meine Fahrweise einfach und hatte, glaube ich, so von den ganzen Werten einfach mein bestes Jahr und dann war einfach eine schlechte Situation mit Peter Sagan, der damals zum Team gekommen ist und ich glaube 7 Fahrer oder sowas in dem Paket waren, also ein Haufen neuer Rennfahrer, natürlich auch finanziell eine andere Situation und dann war ich irgendwann, okay, gut, ich will halt unter gewissen Bedingungen einfach auch nicht mehr fahren. So, ich habe halt jahrelang viel investiert und viel gegeben und dann irgendwann willst du irgendwie so ein Payback bekommen halt, ne? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier irgendwie länger auf noch irgendwas zu warten. Und da habe ich halt dann quasi selbst entschieden, okay, ich beende das jetzt hier. Ich hätte sicherlich noch irgendwo weiterfahren können. So ein Überbrückungsjahr und ich glaube auch, dass ich zurückgekommen wäre, wieder auf die große Bühne, aber ich dachte, okay, gut, das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach besser aufzuhören und ich hatte damals schon das Angebot von Wiggins, da sportlicher Leiter zu werden und da dachte ich, okay, gut, ich hatte eh Bock mit Nachwuchsfahrer zusammenzuarbeiten und dachte, dann mache ich das jetzt einfach und habe es eigentlich auch nicht bereut und natürlich letztes Jahr so im Lockdown fing ich an, es mal mehr zu bereuen, weil du über viele Dinge nachdenkst. So, man hatte Zeit zu trainieren, fährt Rad, merkt, okay, man fährt ein bisschen Fahrrad, man ist eigentlich dann auf einmal wieder ziemlich schnell gut, ja, so von den Werten und all sowas und dann dachte ich, okay, gut, vielleicht war es alles doch ein bisschen früh und da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt noch eben eine Straßenkarriere gebe ich mir nicht, aber halt Gravel kann ich alleine machen, bin dann keine Struktur gebunden, sondern kann mein eigenes Ding durchziehen und deshalb auch dieser Race-Charakter immer noch, ne? Also deswegen will ich will mich messen. Jetzt einfach nur durch die Gegend fahren, das kann ich auch so machen, ne? Also da werde ich auch meinen Job behalten können, aber ich finde es halt schon geil, mich auch bei Intervallen im Training irgendwie zu quälen, ja. Ja, aber das ist doch schön, dass es diese verschiedenen Arten gibt. Und ich finde ja tatsächlich, dass das ein sehr mutiger Schritt ist, der auch Respekt verdient, ne? Ich meine, wie viele schaffen das nicht, irgendwie zu einem Zeitpunkt abzutreten, wo man dann sagen kann, okay, da war ich noch echt stark unterwegs und weiß ich nicht. Ja. Ja, also ich meine, also ganz ehrlich, ich hätte jetzt irgendwie einen Vertragsanbruch bekommen, was so und so hoch wäre, hätte ich auch nicht nein gesagt. Ne? Ich meine, die meisten Leute, die lange weiterfahren und vielleicht über den Zenit hinaus sind, die fahren ja nicht unbedingt weiter, wo sie irgendwie noch sportlich was erreichen können. Die sagen das, ja, aber eigentlich wissen sie selbst auch, dass wahrscheinlich nicht mehr viel geht, aber der Gehaltscheck ist halt noch relativ groß. Ja. Da gibt es einige Beispiele, gerade auch aktuell. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man das macht, um halt sich weiter noch ein schönes Leben zu sichern. Aber ich habe halt, ganz ehrlich, ich habe nie so viel verdient, dass es gelohnt hat, auf Biegen und Brechen da irgendwas weiterzumachen. Und dann höre ich lieber auf und gehe normal das Leben rein und mache das, worauf ich Bock habe und habe vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheiten. Das ist ja natürlich das Schöne, wenn man noch so jung ist. Richtig. Ja. Auch schön nochmal zu hören, das mit dem Jungen, weil mit 35 bin ich ja mittlerweile, hat manchmal das Gefühl, man ist nicht mehr ganz so jung, aber... Sind das ist auch gewesen, mit 35, da bin ich noch... Das ist immer eine Perspektivsache, ne? Ja, da bin ich noch geklettert wie eine alte Bergziege.
Da wusstest du doch noch gar nicht, was ein Fahrrad ist. Stimmt. Okay. Vielleicht so langsam zum Abschluss eine Frage noch. Du hast ein paar Events gerade schon angesprochen, was jetzt gerade ja auch wieder in den Startlöchern steht, auch wenn jetzt im Zuge der ganzen aktuellen Beschränkungen und Lockdowns und Ausgangssperren und Co. verschoben werden musste, ist die Orbit 360-Serie. Ist das auch ein Thema für dich? Hast du da was vor? Kannst du mir das ganz kurz erklären, weil ich check's nicht so richtig, was da jetzt, also was, ich sehe da ganze Zeit bei denen auf dem Instagram-Kanal, dass da irgendwelche Strecken hochladen, aber sind das Rennen oder wie funktioniert das? Ich finde es so faszinierend. Die Welt von Felix und mir besteht ja wirklich ausschließlich fast nur aus Gravel. Und man glaubt natürlich, dass die Welt um einen herum nur noch aus Gravel besteht. Und wenn man dann immer wieder mal jemand hört, was ist denn das überhaupt, dann merkt man doch, wie klein seine Welt ist. Ne? Also ich hatte schon Kontakt mit den Orbit-Leuten, aber erklär mal ganz kurz. Sascha. Ich? Du bist schon eingefahren, ich nicht. Zwei, aber nur einen beendet, genau, letztes Jahr. Es wird in jedem, also letztes Jahr und dieses Jahr sind es ein paar mehr, in jedem Bundesland stellt der Orbit 360 eine Runde zur Verfügung, ein Orbit 360, der im Zeitraum, ich glaube, ursprünglicher Startpunkt war 1. Mai, den sie jetzt verschoben haben, wenn ich richtig das gelesen habe, den du, sagen wir mal, von Mai bis Juli fahren kannst und du meldest dich dort an. Und dann wird deine Zeit über Strava, glaube ich, oder Komoot gemessen. Und am Ende gewinnt der Schnellste, der die meisten. Du kriegst halt für jeden Punktzahl, für jeden Orbit. Letztes Jahr war es so, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und dann wird am Ende, gewinnt einer diese Orbit-Serie. Ja, es gibt 16 Orbits, 18 sind es dieses Jahr, glaube ich. Ah, okay. Die werden mich korrigieren bestimmt gleich, ob 16 oder 18 sind. In Hamburg hat jetzt mittlerweile 2 nämlich. Wird jetzt voll die Werbeveranstaltung hier für ja, Orbit, ich wollte ja, eigentlich nur fragen. Aber das Gute ist, da es ja öffentlich auf Komoot ist und so, das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept von den Orbit 360, dass nicht nur die Racer da fahren können, ja, ich bin es nicht im Race-Modus gefahren, sondern jeder kann es fahren. Du kannst es mit deiner Familie fahren, über 3 Tage, über 2 Tage und letztes Jahr waren die Routen extrem hart und lang und dieses Jahr sind sie ein bisschen moderater, 180, 200 Kilometer und ich glaube, wir haben sogar 4500 Höhenmeter irgendwo. Aber es ist halt für jeden zugänglich. Du musst dich nicht anmelden, um dieses Rennen zu fahren. Ja, ah, okay. Ja, also naja, aber um in die Orbit-Wertung reinzukommen, musst du dich schon anmelden. Und das macht es dann ja auch, Genau. Das macht es dann ja auch für dich interessant, weil dann geht es schon auch um die Zeiten. Also wenn du Bestzeit genau auf den einzelnen Strecken fährst, kriegst du schon auch Sonderpunkte und landest dann nachher im Ranking weiter oben. Genau, aber wenn du nur 2 fährst und die anderen 14 oder 17 nicht dann, und die zwar als Beste abgeschossen hast, ist die Chance gering, dass du das trotzdem gewinnst, weil ich glaube, alle zählen zusammen. Okay, also muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Aber du hast ja auf jeden Fall in Berlin und Brandenburg schon mal 2 direkt bei dir um die Ecke. Ja. Ja, ich würde gerne mal wieder Events fahren gegen Menschen. Ja. Also nicht nur virtuell, sondern in der Realität. Daraus ist diese Idee ja entstanden, ne? Dass das halt nicht geht, dass man das einzeln für sich fährt und dann nachher alle Erfolge oder die Leistung verglichen wird. Komm doch mal nach Pankow, dann kannst du gegen mich mal fahren, dann machen wir mal Hase und Igel. Oder wie ist die Geschichte? Da hätte ich gerne ein Video von. Ein Video hätte ich auch gerne. Ich bleibe einfach am Café sitzen. Ja, ja, genau. Wenn er schafft, nee, vor dem Bierende bei mir zu sein, dann hat er gewonnen. Aber gucke ich mir mal an. Klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Ich hoffe trotzdem, dass es irgendwann auch mal Radrennen gibt, die mit Menschen stattfinden. Gegeneinander. Okay, Paul, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Wir beobachten mal sehr gespannt, wo das noch so hingeht und was an Events stattfindet und bei welchen du am Start bist in dieser Saison oder in diesem Jahr noch. Und vielleicht fahren wir uns ja mal irgendwo über den Schotterweg oder sprechen uns nochmal oder. Sascha? Ich habe noch eine Frage. Darf ich noch eine Frage 2 stellen? Okay, wir haben nur eine. Du hast vorhin in der Einleitung irgendwas mit Gravel-Profi gesagt. Wie definiert ihr Gravel-Profi? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche. Was sagst du, Sascha? Der Rennpferd. Wer will jetzt einfach mal so lapidar sein? Aber letztendlich ist es auch wieder eine schöne Frage. Ja, also für mich ist es tatsächlich so ein bisschen dieses Ex-Radsport-Profi, der in den Gravel-Bereich geht. Ja, aber Gravel wird ja viel weiter definiert.
Wenn man das jetzt mal, wenn man die Frage jetzt mal wirklich aufgreift, wird es ja viel mehr definiert. Ja? Gravel ist ja für mich dieses erweiterte Bikepacking, gehört auch noch dazu. Vielleicht ist ja der Profi, der sich mit seinem Rad viel besser auskennt und der nicht schnell ist. Ja? Also dieses, keine Ahnung, gute Frage. Also am Oder ist also der Profi, der seinen Lebensunterhalt damit. Richtig, also so würde ich es auch, definieren. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich noch nicht viele. Nee. Dann wäre ich ja vielleicht doch der Erste. Gut. Weil letztens nämlich die Diskussion aufkam und ich war da leicht irritiert, aber ja, wir haben das auch schon gemerkt, also als wir gepostet haben von deiner Tour und mit einem Foto von Nils, da kam auch dann direkt die Frage, wie definiert ihr das denn? Und es ist auf jeden Fall interessant, also könnte man sicherlich nochmal eine eigene Folge zu machen zu diesem Thema. Machen wir eine Podiumsdiskussion. Richtig, wenn es irgendwann wieder geht. Genau. Sascha, ich würde sagen, den Bericht aus Berlin schenken wir uns heute, weil wenn wir mit zwei Leuten aus Berlin sprechen, reicht mir das als Bericht aus Berlin. Oder möchtest du noch irgendwas anbringen hier an dieser Stelle? Nö, ich habe nichts. Ich bin wunschlos glücklich und freue mich, Teil dieses Podcasts gewesen sein zu dürfen können. Hätte. Das war aber sehr lieb. Du könntest jetzt auch einen Flachwitz raushauen. Werner ist ja heute nicht dabei. Das ist ja mein Problem. Ich kenne ja gar keine Witze. Meine Tochter sagt immer, erzähl bloß keine, sing nicht und erzähl keine Witze. Was ist denn das für ein Leben? Ein tolles Leben. Papa, du bist nicht lustig. Nee. Ja, aber du bist richtiger Berliner. Ich bin hier geboren. Ja, genau. Ich ja nicht, wie wir vorhin schon gehört haben, als Rostocker. Aber als Berliner muss man auch nicht witzig sein, muss man nicht versuchen, witzig zu sein, weil als Berliner ist man halt witzig. Also so unterschwellig. Mit allem. Alles klar, das merke ich. Ja, aber ich brauche hier Flachwitze. Wir brauchen einen Flachwitz. Na, hier, wenn er aus dem platten Land kommt? Nee, also ich habe. Nee. Nix? Witzig bin ich. Also, ich weiß nicht, ob ich witzig bin, keine Ahnung. Okay, ich bitte hiermit um die Einsendung von Flachwitzen, damit wir für die nächsten Folgen gewappnet sind. Dankeschön. Aber ganz kurz, was ist ein Flachwitz? Du kannst doch bestimmt einen raussuchen. Anti-Witze, ja. So völlig bescheuerte, die so doof sind, dass man schon wieder drüber lacht. Das ist ein Flachwitz. Du musst dir mal die letzten Folgen anhören. Der Werner ist ein großer, großer Flachwitzkünstler. Ja. Okay, sehr gut. Also die, wo du nachdenkst. Die werden wir lustig, ja. Ja, aber am geilsten, die wirklich richtig scheiße sind, dass du schon deswegen lachst. Korrekt. Nein. Gut. Und wenn, dann möchte ich nicht, dass du die hier vorträgst. Die darf ich jetzt. Gut, damit sind wir am Ende unserer Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast, powered by Il Magistrale Cycling Coffee mit Paul Voss, diesmal in unserer Folge. Denkt an eure 20% Rabatt, die ihr mit dem Code GravelTime20 bekommt, wenn ihr auf magistralecyclingcoffee.cc euren Kaffee bestellt. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und auf Steintafel. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Gravel Time. Bis dahin, Gravel on. Ciao. Ciao.